E.ON präsentiert sich auf der ICMA 2017 mit einer kompletten Range an ATVs und Quads. Die Einzelheiten dazu erläutert Deutschland-Importeur Michael Leeb. Danke an dieser Stelle Imo, auch ein herzliches Willkommen von mir hier aus Italien, von der ECMA. Wir sehen hier im Hintergrund die neue Crossland 600, die nun, kann man mittlerweile sagen, wirklich endlich im Jahr 2018 auf den Markt in Deutschland kommen wird. Das Fahrzeug wird als LOF-Variante ab März, April im Fachhandel erhältlich sein. Schauen wir uns das Fahrzeug vielleicht etwas näher an, vielleicht gehen wir etwas auf diese Seite. Zunächst einmal, sehr, sehr auffallend ist das gesamte Design der Crossland 600, also dieses Fahrzeug hebt sich schon sehr von der Masse ab. Eigens von E.ON entwickelte Scheinwerfer mit, könnte man sagen, Angel Eyes werden auch hier verbaut. Auffällig bei der Crossland 600 ist vor allem die Höhe. Das Fahrzeug ist für den Geländeeinsatz auf jeden Fall sehr gut geeignet und die Grundidee des Herstellers E.ON war, hier eine Mittelvariante zwischen langen und kurzen Radstand auf den Markt zu bringen, um hier möglichst viele Endkunden zu erreichen. Sehr schön zu sehen ist hier das neue 600 Kubikzentimeter E.ON Aggregat, das rund 45 PS in der offenen Leistung auf die Straße bringen wird. Weiters hier sehr schön zu sehen die sehr gut übersichtliche Digitalarmatur, ein elektrisch zuschaltbarer Allradantrieb, wie gesagt, alles, was das Herz eines ATV-Fahrers begehrt. Auch ein sehr interessanter weiterer Punkt ist hier der versperrbare hinten liegende Tank mit einem sehr großen Fassungsvolumen. Vielleicht auf der Rückseite noch hier sehr schön zu sehen die vier gut angebrachten Scheinbremsen wie auch eine fünfte Scheibe direkt an der Welle, damit auch die Crossland 600 zu einer sicheren Verzögerung führt. So, hier im Hintergrund zu sehen ist die fünfte Scheinbremse, die die Feststellbremse bedient, wie auch hier sehr schön zu sehen eine komplette Edelstahl-Auspuffanlage. Ausgeliefert wird das Fahrzeug in zwei Versionen, sprich einmal mit 14 Zoll Aluminium Felgen wie auch als Basisversion mit Stahlfelgen. In diesem Sinne, schöne Grüße auch noch einmal von mir hier von der ECMA und tschüss.